Stalin, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Jesus oder Albert Einstein. Wir alle kennen die Namen der großen historischen Persönlichkeiten. Und komischerweise glauben wir auch oft zu wissen, welche Menschen sich hinter diesen Namen verborgen haben. Wir gehen davon aus, dass historische Personen wie zum Beispiel Martin Luther King Jr. heldenhafte Revolutionäre mit weißer Weste waren, wohingegen Menschen wie Adolf Hitler das Böse in Person waren. Dabei ist dieses Schwarz-Weiß-Denken oft nicht korrekt. Die meisten historischen Personen waren nämlich so wie du und ich auch komplexe Persönlichkeiten mit mehreren Facetten. Sie hatten ihre guten, aber auch ihre schlechten Seiten. In diesem Video stellen wir euch also 10 historische Personen vor, in denen mehr steckte, als wir normalerweise annehmen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass euer Bild von einigen Personen auf dieser Liste nach diesem Video ein völlig anderes sein wird. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und bevor es losgeht, könnt ihr ja mal in den Kommentaren raten, welche historischen Personen sich auf dieser Liste so finden werden. Fangen wir an. Auf der Nummer 10 ist der Entdecker des amerikanischen Kontinents, Christopher Columbus. In den Geschichtsbüchern wird Christopher Columbus als der wahrscheinlich wichtigste Entdecker der Menschheitsgeschichte beschrieben. Er gilt als ein heldenhafter Navigator und Seemann, der seinesgleichen sucht. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit über ihn, denn abgesehen von seinen Entdeckungen war Columbus ein grausamer Eroberer mit menschenverachtenden Tendenzen. Nach seiner Ankunft auf dem amerikanischen Kontinent zögerte Columbus nämlich nicht lange, die Ureinwohner Amerikas zu versklaven. Da sich aus den versklavten Indianern, wie er sie nannte, allerdings nicht viel Profit erzeugen ließ, exportierte Columbus tausende von Sklaven nach Europa. Dabei hielt er die Menschen in derart schlechten Bedingungen, dass gut ein Drittel von ihnen auf dem Weg nach Europa umkam. Die Frauen der Indianer wurden darüber hinaus regelmäßig von Columbus und seinen Männern missbraucht. Auf den zweiten Blick ist Christopher Columbus also nicht mehr nur ein wichtiger Entdecker der Geschichte, sondern auch ein grausamer Eroberer und Mörder. Kommen wir zur Nummer 9, und zwar zu Nikola Tesla. Nikola Tesla ist verantwortlich für einige der wichtigsten Erfindungen unserer modernen Welt, wie beispielsweise die Radiotechnik, den Zweiphasenwechselstrom oder auch die Radartechnik. Dementsprechend ist es kein Wunder, dass Tesla als ein einmaliges Genie gilt. Allerdings war Tesla nicht nur genial, sondern auch ein wenig wahnsinnig, da er an einer ausgeprägten Zwangsneurose litt. Aufgrund seiner Zwangsstörung hatte Tesla so einige Ticks. Beispielsweise rannte er dreimal um einen Häuserblock, bevor er ein Gebäude in diesem Block betrat. Außerdem zählte er seine Bisse, wenn er Essen kaute, schüttelte keine Hände und berührte kein menschliches Haar. Obendrein hatte er noch eine verrückte Vorliebe für die Zahl 3 und war wahrscheinlich auch wegen seiner Zwangsstörung sein ganzes Leben lang sexuell abstinent. Nikola Tesla ist also ein klassisches Beispiel dafür, dass Genie und Wahnsinn oft beieinander liegen. Die Nummer 8 geht an Nelson Mandela. Für viele Menschen ist Nelson Mandela ein politisches und moralisches Vorbild. Er galt als ein weiser Menschenfreund, der der Apartheid und der Unterdrückung in Südafrika ein Ende setzen konnte und Südafrika zu einem demokratischen Staat machte. Was viele Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass Mandela in seinen jüngeren Jahren der Kopf der terroristischen Bewegung Umkhonto weSizwe war. Im Jahr 1963 wurde er deshalb schließlich zu 27 Jahren Haft verurteilt und in über 150 Fällen von öffentlicher Gewalt, Vandalismus und sogar Beihilfe zu terroristischen Aktivitäten für schuldig befunden. Seine Methoden waren sogar so fragwürdig, dass sich Amnesty International weigerte, sich für die Befreiung von Mandela einzusetzen. Dennoch hat Nelson Mandela Zeit seines Lebens für gute Zwecke gekämpft und sich trotz seiner radikalen Taten seinen Friedensnobelpreis nach wie vor verdient. Auf der Nummer 7 haben wir die erste Person auf dieser Liste, von der grundsätzlich ein eher negatives Bild verbreitet ist. Und zwar Genghis Khan. In den Geschichtsbüchern wird Genghis Khan oft als ein grausamer Massenmörder charakterisiert, der zahlreiche Völker eroberte und ausmerzte. Und auch wenn es wahr ist, dass Genghis Khan nach unseren heutigen Maßstäben Völkermord begangen hat, war er als Staatsführer des Mongolischen Reiches überraschend fortschrittlich. In seinem gewaltigen Reich herrschte nämlich für dessen Bewohner lange Zeit Sicherheit und Frieden, und Genghis Khan war sogar anderen politischen Überzeugungen und anderen Religionen gegenüber sehr tolerant und offen. Am Ende seines Lebens stellte er in seiner Regierung deshalb sogar Berater aus verschiedenen Glaubensrichtungen und mit verschiedenen politischen Hintergründen ein, um sein Reich umfassend zu organisieren und weil er wusste, dass seine eigenen Prinzipien nicht die einzig gültigen waren.
kommen wir auf der Nummer 6 zu der ersten Dame auf dieser Liste, und zwar zur Stilikone der 50er Jahre, zu Marilyn Monroe. Bis zum heutigen Tage sehen viele Menschen in Marilyn Monroe das perfekte Ebenbild einer natürlich schönen Frau mit Sexappeal und Persönlichkeit. Und auch zu ihren Lebzeiten wurde Monroe als Schauspielerin gefeiert und verehrt und war das Gesicht einer ganzen Generation. Abseits vom Rampenlicht hatte Marilyn Monroe jedoch erhebliche persönliche Probleme. Bereits im Alter von 35 Jahren hatte sie 3 gescheiterte Ehen und 3 Fehlgeburten hinter sich und wurde immer wieder von persönlichem Pech heimgesucht. Außerdem hatte sie eine manische Depression und war deshalb jahrelang in psychologischer und medizinischer Behandlung. Sich selbst therapierte Marilyn Monroe vor allem mit exzessivem Alkoholkonsum und mit einer Tablettenabhängigkeit. Im Alter von 36 Jahren starb Marilyn Monroe dann schließlich. Man geht davon aus, dass die Todesursache ein Selbstmord durch Überdosierung war. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass sie Opfer eines Mordes durch die CIA wurde, den John F. Kennedy in Auftrag gegeben hatte, um seine Affäre mit ihr zu vertuschen. Auf der Nummer 5 ist eine historische Person mit dem Namen Siddhartha Gautama, fälschlicherweise bekannt als der Buddha. In der Populärkultur wird der Buddha oft als ein einfacher Mann dargestellt, der in einem einfachen Gewand lächelnd im Lotussitz sitzt. An sich ist dieses Abbild des Buddhas auch korrekt, allerdings vernachlässigt es die ganze Geschichte von Siddhartha Gautama, denn er war nicht immer der Seelenfrieden in Person. Siddhartha Gautama wuchs in Indien als der Sohn eines Fürsten auf. Er lebte also ein Leben in Wohlstand und Reichtum. Bereits mit 16 Jahren besaß er einen riesigen Palast, hatte eine Prinzessin geheiratet und hatte zahlreiche Bedienstete. Allerdings stellte er nach einigen Jahren fest, dass dieses Leben ihn nicht erfüllte und nicht zufriedenstellte. Also suchte er nach einem anderen Weg, dem Leiden zu entfliehen. Im Alter von 29 Jahren verließ der Buddha dann schließlich seinen Palast und begann mit Asketen zusammenzuleben. Er lebte also auf der Straße, hungerte und sammelte sich sein Essen zusammen. 6 Jahre später, nach einer langen, verzweifelten Suche nach der Erfüllung, erwachte Siddhartha Gautama schließlich unter einem Feigenbaum und wurde zum Buddha. Der Buddha war also nicht ein Mann, der mit Seelenfrieden geboren wurde, im Gegenteil. Hinter dem Lächeln des Buddhas steckt ein eifriger Sucher, der sich nicht mit oberflächlichen Freuden zufrieden geben wollte und alles aufs Spiel setzte für die wahre Erfüllung. Kommen wir zur Nummer 4, und zwar zu Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ist in die Geschichte eingegangen als das Wunderkind der klassischen Musik. Mit zahlreichen Symphonien, Konzerten und Opern ist er bis heute einer der am meisten gespielten Komponisten und einer der beliebtesten Musiker aller Zeiten. Neben seinem musikalischen Schaffen war Mozart jedoch ein schwieriger Charakter. Er galt als besonders frech und auffällig, machte oft sehr anstößige Witze und war in seiner Art oft belästigend. Darüber hinaus hatte er einige merkwürdige Fetische, wie beispielsweise eine Vorliebe mit dem Namen Koprophilie. Was das genau ist, wollen wir euch an dieser Stelle allerdings ersparen. Außerdem ging Mozart sehr offen mit seinen Perversionen um und widmete ihnen sogar einige seiner Stücke. Und jetzt zur Nummer 3, zu Adolf Hitler. Hitler gilt als der grausamste Diktator der jüngeren Geschichte und als eine Verkörperung des Rassismus und des Fremdenhasses. In großen Teilen ist er außerdem verantwortlich für die Entstehung des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts. Heutzutage hält man ihn für einen hasserfüllten, unkultivierten Mann, der seinem Größenwahn verfallen ist. Allerdings gibt es viele Tatsachen, die dafür sprechen, dass selbst in Adolf Hitler auch eine zärtliche und kultivierte Seite steckte. Ein Beleg dafür ist die Tatsache, dass Hitler vor dem Beginn seiner politischen Karriere Künstler werden wollte. Dafür bewarb er sich sogar an der Wiener Kunstakademie, wurde allerdings abgelehnt. Daraufhin lebte Hitler sogar einige Jahre von dem Verkauf von kleineren Zeichnungen und Aquarells. Neben seinem künstlerischen Interesse galt Hitler auch als ein Literaturfan. Er hatte eine private Bibliothek, die nach verschiedenen Schätzungen zwischen 6.000 und 16.000 Werken enthielt. In etwa einem Drittel dieser Bücher fanden sich sogar Notizen und Anmerkungen von Hitler. Er war also ein tatsächlich sehr belesener Mann. Nach einigen Bekannten von ihm soll Hitler vor allem Shakespeares Werk verehrt haben, war aber kein großer Anhänger der großen deutschen Schriftsteller. Darüber hinaus gibt es außerdem einige Fotos von Hitler, die ihm beim Spielen mit Hunden und Kindern zeigen und die dementsprechend seine weiche Seite zeigen. Nichtsdestotrotz dürfen wir natürlich nicht die ganzen grauen Taten vergessen, für die Hitler die Verantwortung zu tragen hat.
Auf der Nummer 2 ist Steve Jobs. Spätestens seit seinem Tod gilt der Apple-Gründer Steve Jobs als ein Visionär, der Technik mit Design verknüpfte und die Menschheit somit mit schönen, aber auch praktischen Geschenken segnete, wie dem iPhone oder dem iPad. Als Gründer und Geschäftsführer von Apple war Steve Jobs jedoch nicht nur ein Visionär, sondern eben auch ein Geschäftsmann. Und als Geschäftsmann eines Milliardenkonzerns hatte er eben auch einige unmenschliche Entscheidungen zu verantworten. Beispielsweise beauftragte Steve Jobs für den Bau verschiedenster Apple-Produkte immer wieder Manufakturen in Entwicklungsländern, in denen die Angestellten unter unmenschlichen Bedingungen arbeiteten. Vor der Presse rechtfertigte er diese Entscheidungen damit, dass solche Manufakturen gar nicht so schlecht seien. Außerdem war Steve Jobs im Gegensatz zu vielen seiner Milliardärskollegen nicht dafür bekannt, sich für wohltätige Zwecke einzusetzen, sondern behielt stattdessen sein komplettes Vermögen für sich. Das ging sogar so weit, dass Steve Jobs alle Spendenaktionen von Apple beendete, als er wieder Vorsitzender der Firma wurde. Steve Jobs war eben nicht nur ein innovativer Geist und ein Visionär, sondern auch ein knallharter Geschäftsmann, der sehr fragwürdige Entscheidungen fällte. Kommen wir zur Nummer 1, und zwar zu Mutter Teresa. Die katholische Nonne lebte lange Zeit in Indien und gilt in den Augen vieler Menschen heutzutage als eine Botschafterin des Friedens, die sich Zeit ihres Lebens für die armen Menschen einsetzte, mit zahlreichen Stiftungen und dergleichen. Allerdings gibt es wahrscheinlich kaum eine historische Person, in der sich die Menschen mehr irren als in Mutter Teresa. Ein Kritikpunkt an Mutter Teresa war der miserable Zustand, der in den von ihr gebauten Krankenhäusern vorherrschte. Die medizinische Versorgung in ihren Krankenhäusern war derart schlecht, dass sich die Situation der Patienten oft verschlimmerte statt verbesserte. Es gab keine hygienischen Standards und auch kein ausgebildetes Personal. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass Mutter Teresa die Ansicht vertrat, dass kranke und arme Leute lernen sollen, ihr Leid zu akzeptieren, statt es zu lindern. Zum anderen hing der schlechte medizinische Standard in ihren Krankenhäusern damit zusammen, dass Mutter Teresa das Geld, das sie durch Spenden eingenommen hatte, nicht nutzte, um es in die medizinische Versorgung zu investieren, sondern um zahlreiche Menschen zu erreichen, damit diese zur katholischen Kirche konvertieren. Dementsprechend wurden in ihren Krankenhäusern sogar Zwangstaufen von sterbenden Patienten durchgeführt. Außerdem hatte Mutter Teresa noch sehr starke Meinungen gegen Verhütung und Abtreibung, sodass sie trotz ihrer zahlreichen Möglichkeiten keine Schritte zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten wie AIDS unternahm. Alles in allem war Mutter Teresa also laut vielen historischen Berichten nicht nur eine Friedensbotschafterin mit weißer Weste und guten Absichten, sondern in vielen Hinsichten auch einfach eine dogmatische und fanatische Katholikin, die verzweifelt versucht hat, für das Christentum zu missionieren. Damit sind wir also durch mit 10 historischen Personen, die 2 Gesichter hatten. Und von wem hat sich euer Bild nach diesem Video vollkommen verändert? Gibt es irgendein zweites Gesicht einer dieser Personen, was euch wirklich schockiert hat? Oder dachtet ihr euch schon, dass in den meisten historischen Personen viel mehr steckt, als wir meistens denken? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert Wissenswert für mehr. Haut rein und bis zum nächsten Mal.